Achtung, Kundentäuschung bei Vitalstoffen. Was ist wirklich gut und was ist nur Marketing? Heute im Fokus Zeolit. Zeolit ist grundsätzlich erstmal ein Vulkangestein. Was allerdings die meisten nicht wissen, ist, dass es verschiedene Arten von Zeolithformen gibt. Die einzige zugelassene Form an Zeolit im gesamteuropäischen Raum ist Kinophiles Zeolit. Denn Kinophiles Zeolit ist nicht aluminiumbelastet und schädigt somit nicht das Nervensystem. Darüber hinaus gibt es hier einen feststehenden Mahlgrad. Wenn ein Zeolitkorn so groß ist, kann es nicht durch die Darmwände ins Blut. Wenn es allerdings so klein ist, dann wandert es über die Darmwände ins Blut hinein und legt sich in den Blutgefäßen ab. Die Blutgefäße verhärten, der Aluminiumanteil schädigt die Nervenbahnen und letztlich nimmt der Kunde Schaden. Sie deklarieren das Zeolit einfach für Tiere. Das bedeutet, es ist gar nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, sondern für den Tiergebrauch. Somit sind die Unternehmen natürlich aus der Haftung. Wenn dir Transparenz und Qualität wichtig ist, dann lass ein Follow da und ein Like.